Das erste Nordduell der neuen Drittligasaisons hat mit Hansa Rostock einen hochverdienten Sieger gesehen. Die Mannschaft von Trainer Pavel Dotschev gewann nach ihrer Auftaktpleite in Cottbus gegen Eintracht Braunschweig mit 2:0. Mann des Tages war Cebio Suko, der den Hausherren mit seinen beiden Treffern schon vor der Pause den Weg zum Sieg ebnete. Dass die Mecklenburger in dieser Spielzeit ein gewichtiges Wort um den Aufstieg mitreden können, war nahezu über die gesamten 90 Minuten der Partie spürbar. Die Eintracht war mit dem Ergebnis noch gut bedient und muss sich deutlich steigern, wenn die angestrebte Rückkehr in die zweite Liga gelingen soll. Während der neue Braunschweiger Coach Henrik Pedersen nach dem Spiel einfache und naive Ballverluste vor den Gegentoren beklagte, lobte Dotschev sein Team. Wir waren engagiert und leidenschaftlich. Beim FC Hansa setzte Dotschev im ersten Heimspiel der Saison auf Kai Bülow. Der Heimkehrer, vor zwei Wochen von Ligakonkurrent Karlsruhe verpflichtet und später bei seiner Auswechslung mit lautstarkem Applaus bedacht, rückte als Defensivstabilisator in die Startelf. Den Schwung in die Partie brachten aber vor allem zwei andere Hansa-Neuzugänge. Einer davon, Merve Biancardi. Nach einem schnellen Antritt im Mittelfeld passte der Ex-Erfurter den Ball ideal zu Suku, der den Ball anschließend über Eintracht-Keeper Marcel Engelhardt hinweg ins Tor lupfte. 15. Der 25-Jährige legte nur wenig später nach. Biancardi hatte das Leder nach außen zu Ladimir Rankovic gespielt, und dessen Flanke buxierte der Linksaußen mit der Brust zum 2:0 über die Torlinie. 21. Auch die Neuverpflichtung von Erzgebirge Aue war von den Löwen insbesondere in der Anfangsphase nicht zu kontrollieren. Marco Königs besaß die große Chance zum 3:0, der Angreifer erwischte aber im 5-Meter-Raum den Ball nicht richtig. 30. Suke prüfte nach einer Einzelaktion Engelhardt. 38. Der Rostocker Pausenführung ging somit völlig in Ordnung, obwohl die Gäste eigentlich mutig in die Partie gestartet waren. Etwas Pech hatte die Eintracht, weil ein Batzer von Ioannis Chelios nicht die eigene Führung bedeutete. Der Hansa-Torwart hatte Schwierigkeiten mit einem Rückpass, der von Ivan Leon Franjic geblockte Befreiungsschlag ging aber über das Tor. 10. Eine Aktion von Malte Amundsen fand noch den Weg in die Notizblöcke. 34. Ansonsten blieben die Niedersachsen schon vor der Pause eine Menge schuldig. Auch nach Wiederanpfiff setzte Suku den ersten Akzent. Seinen Schuss platzierte er aber neben den Pfosten. 50. Und auch danach agierte der FCH geschickt. Während Braunschweig sich vergeblich mühte, die Verteidigung des Gegners in Verlegenheit zu bringen, lauerten die Gastgeber auf Konter. Biancardi, 62. geblockt. Königs, 71. vorbei, und Bülow, 73. über das Tor, verpassten aber die eigentlich längst fällige Vorentscheidung. Pascal Breyer, 78. und Suku, 80. ließen die nächsten Chancen liegen. Erst in der Nachspielzeit hatte der eingewechselte Jari Otto für die Eintracht noch eine gute Gelegenheit, die Chelios jedoch parierte. 90.